Ah, da ist das Licht. Könnt ihr mich hören? Jetzt könnt ihr mich gut hören. Amen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, dass ich predigen darf heute. Ganz kurz noch ein paar Worte zu Bless Your Neighbor. Wie ich in Wien angekommen bin nach meinem zweiten Bibelschuljahr, habe ich in meinem Herzen so stark gespürt, dass Gott etwas machen möchte in unserer Stadt und dass er uns spezifisch als Wunderwerk, als Gemeinde dafür verwenden möchte. Und ich möchte es euch wirklich ans Herz legen, euch anzumelden, Teil davon zu sein. Man muss kein Zauberer sein, um teilzunehmen, sondern man muss einfach nur einen Schritt setzen und sagen, ich möchte was machen mit dem Evangelium, mit dem ich selber beschenkt worden bin. Amen. Wer von euch ist beschenkt worden mit dem Evangelium? Wer fühlt sich beschenkt heute Morgen? Amen, das sind die meisten von euch. Wenn ihr noch nicht Jesus kennt, dann werden wir das heute hoffentlich auch noch reparieren sozusagen, dass ihr ihn auch kennenlernen könnt heute. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, die Zeit nutzen, die ich habe, das mir sehr am Herzen liegt persönlich und wo ich die letzten Wochen gespürt habe, dass Gott mir ein Mitgefühl und eine Leidenschaft gibt für dieses Thema. Und das Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte, ist Heilung. Heilung kann einige Formen haben. Wir können geistlich Heilung erleben. Wenn Jesus uns rettet, dann passiert was in unserem Geist auf geistlicher Ebene. Wir können emotionale Heilung erleben, wenn Dinge in unseren Emotionen oder in unserem Verstand passieren. Aber wir können auch körperliche Heilung erleben. Und auf das, was ich heute spezifisch eingehen möchte, ist körperliche Heilung. Ich glaube, dass während ich so dieses Thema vor Gott bewegt habe vor einigen Wochen, habe ich so den Eindruck gehabt, dass wir körperlichen Dingen, Krankheiten, Schmerzen, was auch immer, dass wir dem Teufel da eigentlich viel zu viel Raum geben in unserem Leben. Ich glaube, dass wir, wenn wir geistlich angegriffen werden oder wenn wir spüren, dass geistlich irgendetwas nicht passt, dann sind wir sehr schnell in unserer Beziehung mit Gott einen Schritt zu setzen und zu sagen, nein, 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 Feind, das lasse ich mir nicht von dir gefallen. Und auch wenn wir emotional Dinge erleben, wenn der Teufel kommt und uns Depression geben möchte oder irgendwelche sündhaften Gedanken, auch da, glaube ich, sind wir oft sehr schnell aufzustehen und zu sagen, bis hierher und nicht weiter, wir geben dem Teufel nicht mehr Platz. Aber ich glaube, dass wenn es um körperliche Heilung geht oder um Krankheit in unserem Körper, dass wir dem Teufel viel zu viel Raum geben und uns oft nicht als erstes an Gottes Versprechen und an seine Heilungskraft erinnern. Ich habe das auch in meinem eigenen Leben bemerkt, oft wird man dann ein bisschen zurückgezogen, wenn man krank ist und man suhlt sich so ein bisschen im Selbstmitleid, anstatt dass man wirklich das, was die Bibel uns sagt über göttliche Heilung, dass wir das annehmen im Glauben und dann fest darauf stehen. Und ich möchte heute deinen Glauben aufbauen. Ich bin heute hier, um deinen Glauben aufzubauen und dir im Wort Gottes zu zeigen, dass Gott dich erstens heilen kann und zweitens heilen will. Von dem her, meine Predigt wird heute nicht allzu lang sein, weil wir danach eine tolle Zeit haben werden, wo wir Gott die Möglichkeit geben werden, uns körperlich zu berühren. Der erste Punkt, den ich habe, ist, Gott will dich heilen. Gott will dich heilen. Und ich sage dir eins heute Morgen, der Grund, warum Gott dich heilen will, ist nicht, weil du speziell bist oder du irgendwas ganz Besonderes machen kannst, was andere nicht können. Der Grund, warum Gott dich heilen will, ist ganz einfach, weil er dich liebt. Hör zu, es gibt nichts heute Morgen, was dich von Gottes Heilungskraft disqualifizieren kann. Egal, was du gemacht hast, Gott ist ein Gott der Gnade. Und es gibt auch nichts, was du tun kannst, um dich auf die Heilungsliste von Gott zu setzen, weil du bist nämlich schon drauf, weil Jesus am Kreuz einen Preis für dich bezahlt hat. Und wir werden uns das heute in der Bibel anschauen, dass Jesus unsere Sünden vergeben möchte. Das ist das, wofür er bezahlt hat am Kreuz. Aber er hat genauso bezahlt mit demselben Blut, mit dem er deine Sünden vergeben möchte, möchte dich körperlich heilen. Ich möchte eine Bibelstelle am Anfang mit euch lesen und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr sie aufschlagt, Matthäus 8.
und ich lese von Vers 1. Als er aber von dem Berg herabstieg, er ist in dem Fall Jesus, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von seinem Aussatz rein. Ich glaube eins. Ich glaube, dass genauso wie Jesus vor ungefähr 2000 Jahren vor diesem aussätzigen Mann gestanden ist, der am totalen Rand von der Gesellschaft gestanden ist wegen seinem Aussatz, mit dem niemand was zu tun haben wollte, weil alle Angst vor ihm hatten. Erstens, dass sie sich anstecken und zweitens, dass er gesündigt hat und sie nicht wollten, dass man sie gemeinsam mit einem Sünder sieht. Genauso wie Jesus vor diesem Mann gestanden ist, vor 2000 Jahren, steht er heute vor dir und vor mir und vor allem, was uns körperlich belastet. Und genauso wie er zu ihm gesagt hat: Ich will, sei geheilt, sagt er heute zu dir: Ich will, sei geheilt. Wir können vertrauen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir finden das in Hebräer 13, 8. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wenn Jesus damals gewillt war, jemanden zu heilen, dann ist er genauso heute gewillt, dich zu heilen. Der Fakt ist, was wir aus der Bibel lesen können, ist, dass niemals jemand, der krank war, zu Jesus gekommen ist und krank wieder weggegangen ist. Jeder, der zu Jesus für Heilung gekommen ist, ist geheilt worden. Kolosser 1,15. Ich weiß, wir nehmen heute viel Bibelstellen, aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir eine biblische Basis haben für Heilung, damit wir wissen, was denkt Gott über Heilung. Kolosser 1,15 sagt uns, dass Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. Das bedeutet, dass wenn wir den Willen des Vaters herausfinden wollen, wenn wir wissen wollen, wie der Vater denkt, wie Gott der Vater denkt, wie Gott der Vater reagiert, wie Gott der Vater liebt, dann können wir nirgendwo anders hinschauen als zu Jesus. Jesus ist das sichtbare Bild des unsichtbaren Gottes. In Jesaja 53, Vers 5, und das ist dann, glaube ich, schon die letzte Bibelstelle, fast die letzte Bibelstelle, schreibt Jesaja prophetisch über Jesus, das bedeutet in die Zukunft blickend. Er schreibt: Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet worden und um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich werde das nochmal lesen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Grund, warum Gott dir heute Heilung schenken möchte, ist, weil jemand anderer dafür bezahlt hat. Jesus hat am Kreuz für deine Heilung bezahlt. Amen. Er hat nicht nur bezahlt für deine Schuld, für deine Sünden, so wie wir das auch in Jesaja 53 lesen, sondern er hat genauso bezahlt für deine körperliche Heilung. Es ist dasselbe Bund, es ist dasselbe Blut, das vergossen wurde, es ist dasselbe Körper, der zuschanden gemacht wurde, für dich und für mich, für den Jesus bezahlt hat, für Schuld und für Heilung. Und ich traue mich heute mit voller Zuversicht zu sagen, dass für Gott in der Schwierigkeit kein Unterschied macht zwischen Vergebung von Sünden und körperlicher Heilung. Für Gott ist es genauso einfach oder genauso schwer, Sünden zu vergeben, wie es ist, jemanden zu heilen.
Und ich möchte dir heute sogar sagen, dass es für dich genauso einfach ist, Heilung zu empfangen, wie es einfach ist, Vergebung von Sünde zu empfangen. Es ist derselbe Bund. Beides empfangen wir im Glauben. Aber davon werde ich ein bisschen später noch sprechen. Der zweite Punkt, den ich heute machen möchte, ist: Gott kann dich heilen. Vielleicht ist das für manche von euch eigentlich klar, weil wir wissen, dass Gott allmächtig ist, aber ich hatte so am Herzen, in diesem Teil der Predigt einfach ein paar Zeugnisse zu erzählen, und ich möchte, dass wir alle wissen, dass wenn ich diese Zeugnisse erzähle, dass ich nicht irgendwas beschönige, dass ich nicht irgendwas besser aussehen lassen möchte, als es war, sondern ich werde 100% ehrlich sein, genauso wie es war, und einfach davon berichten, was Gott getan hat, und das, was er getan hat, kann er heute wieder tun. Wisst ihr, was das Wort Zeugnis heißt im Hebräischen? Testimony auf Englisch. Das Wort Zeugnis bedeutet: Tu es nochmal, Gott. Tu es nochmal. Das heißt, dass wenn ich jetzt Zeugnisse teile von dem, was Gott getan hat für jemand anderen, weil wir wissen, dass Gott keinen Unterschied macht zwischen der einen Person und der anderen Person, kannst du vertrauen, dass er dasselbe für dich heute machen kann und machen will. Vor ein paar Monaten wie ich in Amerika war. Übrigens, für die es interessiert, wie war es in Amerika die letzten 10 Monate? War super Zeit, wirklich, wirklich gut. Ich habe so viel gelernt über Leiterschaft besonders, weil das ein Fokus ist vom zweiten Jahr Bibelschule, und habe einfach Gott viel besser kennenlernen können, bin ihm wirklich tief begegnet und habe Dinge mit ihm erlebt, an die ich mich mein ganzes Leben lang erinnern werde. Also genau, das habe ich eigentlich vergessen, am Anfang der Predigt zu sagen. Mir geht's gut, bin wieder da für den Sommer, ich gehe wieder zurück, dann Ende August fürs dritte Jahr. Halleluja. Ich war vor ein paar Monaten mit meiner Freundin unterwegs. Meine Freundin heißt Scarlett, für die sie kennen. Sie ist ein zuckersüßes Mädel, liebt den Herrn. Ja, Wahnsinn. Und ich war gemeinsam mit ihr unterwegs in Amerika. Wir wollten uns eine Pizza holen. Und sie hat mir gesagt: Marcel, ich habe irgendwie seit ein paar Stunden so Schmerzen in meinem Knöchel. Ich weiß nicht, woher das kommt oder warum das ist, ob ich umgeknickt bin oder ob ich irgendwie blöd drauf geschlafen habe. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe echt Schmerzen in meinem Knöchel. Ich sage: Oh, wirklich? Ja. Sollen wir dafür beten? Sie so: Ja, bitte, beten wir dafür. Sage ich: Okay. Dann habe ich sie gefragt: Wie viele, auf einer Skala von 0 bis 10, wie viele Schmerzen hast du gerade? Und sie sagt: Circa eine 7. Ich habe gesagt: Okay, dann beten wir dafür. Sagt sie: Ja, machen wir das. So haben wir gebetet und kurzes Gebet gesprochen. In Jesu Namen, Knöchel, sei komplett gesund. Danke, dass du die Skala so sehr liebst. Amen. Sage ich: Und Schatzi, wie fühlt es sich an? Und sie probiert es aus und sagt: Also wenn ich jetzt wirklich ehrlich bin, es fühlt sich schon auf jeden Fall besser an. Ich sage: Besser? Sagt sie: Ja, es fühlt sich wirklich besser an. Dann sage ich: Okay, wie viel besser? Sagt sie: Naja, es ist schon noch da, aber es ist schon besser. Sag ich: Okay, beten wir nochmal. Es gibt eine Bibelstelle, wo Jesus zweimal für den Blinden gebetet hat. Und wenn Jesus zweimal beten darf, dann darf ich auch mindestens zweimal beten. So legen wir wieder unsere Hände auf ihren Knöchel und beten nochmal. Und sie probiert aus und sagt: Ja, es ist wirklich besser, aber es ist noch da. Dann beten wir nochmal und nochmal. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie so ein Handwerker, der den Nagel einschlägt mit dem Hammer. Und dann nach 4-mal beten insgesamt frage ich sie: Wie fühlt es sich an? Und sie sagt: Oh, ich habe keine Schmerzen mehr. Ja, das ist gut, sage ich. Sie sagt: Ja, ist wirklich so. Keine Schmerzen mehr. Ich sage: Bist du sicher? Sagt sie: Ja, ich habe keine Schmerzen mehr. Und sie ist ausgestiegen aus dem Auto. Es war alles in Ordnung. Von 7 auf 0. Gott hat sie komplett geheilt in dem Moment und die Schmerzen sind nicht mehr zurückgekommen. Ja. Amen. Nächstes Zeugnis. Ich war mit einer Gruppe von anderen Studenten unterwegs im Modesto College. Modesto ist eine Stadt, die in der Nähe von Reading liegt, oder ja, 5 Stunden entfernt, also amerikanische Nähe, sage ich jetzt einmal. Für uns ist es eine Weltreise. Wir sind zum Modesto College gefahren, also zu dieser Universität, und haben dort einfach für Leute gebetet und mit Studenten das Evangelium geteilt. Und ich war eingeteilt in der Gruppe mit einem Mädel, das eben dort studiert und Teil von der christlichen Studentenverbindung ist.
Und wir gehen so umher und reden mit Leuten über Jesus und manche interessieren sich dafür, andere interessieren sich gar nicht dafür, was auch okay ist. Und dann gehen wir so über einen Parkplatz und plötzlich sehe ich ein Auto auf dem Behindertenparkplatz stehen und das hat so ein Behindertenschild am Spiegel hängen. Und dann habe ich 2 und 2 zusammengezählt und habe mir gedacht, die Person, die da drin sitzt, braucht wahrscheinlich Heilung. Und wirklich, es ist eine Frau drinnen gesessen und wir haben so vorsichtig ans Fenster geklopft und sie hat das Fenster runtergelassen. Und wir haben gesagt, hey, Entschuldigung, das will Sie stören. Ich bin der Marcel, das ist ich habe ihren Namen ehrlich gesagt vergessen, aber das ist eine Freundin von mir. Wir gehen umher und erzählen Leuten von Jesus und bieten Gebet an. Brauchen Sie Gebet, weil ich gesehen habe, dass Sie so einen Behindertenmakel haben. Ich hoffe, das ist das richtige Wort. Wie sagt man da? Na, ist ja egal, ihr wisst eh, was ich meine. Und sie sagt, ja, vor circa einem Jahr habe ich mir eine Sehne im Fuß gerissen. Das ist nie richtig verheilt und seitdem kann ich nicht mehr richtig gehen und habe konstante Schmerzen. Seit über einem Jahr. Und ich sage, okay, dürfen wir vielleicht für sie beten, weil wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Sie sagt, beten, okay, ja, macht's einmal. So, okay, passt. So, somit sage ich, okay, wir strecken die Hände aus. Sie war ein bisschen scheu. Ich weiß nicht, ob damals schon Corona ein Thema war oder nicht, aber wir haben nicht ihre Hand gehalten, sondern haben nur unsere Hand ausgestreckt zu ihr durch das Fenster und haben einfach kurz für sie gebetet, ganz unkompliziert. Wir haben gesagt, Vater, wir danken dir für diese Frau in Jesu Namen. Wir sprechen Heilung aus in ihren Fuß, Heilung in ihren Körper. Jeder Schmerz geht jetzt in Jesu Namen. Amen. Und dann habe ich gesagt, können Sie es vielleicht ausprobieren? Und sie hat sich bedankt und gesagt, danke, danke. Und dann probiert sie es aus und dann macht sie so und auf einmal hat sie diesen Blick. Und ich sage, was ist passiert oder was passiert gerade? Und sie sagt, ich habe keine Schmerzen mehr. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich sage, wirklich? Sie sagt, ja, keine Schmerzen mehr, null, gar nichts. Und Jesus hat diese Frau, die seit einem Jahr nicht mehr richtig gehen konnte, konstante Schmerzen hatte, hat er komplett geheilt, jeden Schmerz weggenommen am Parkplatz, was der Hammer ist. Da können wir ihm auch einen Applaus geben. Nachdem sie geheilt worden ist, war sie plötzlich viel offener fürs Evangelium. Was für ein Wunder. Und wir haben ihr erzählt, dass Jesus nicht nur für ihre Krankheit gestorben ist, sondern auch für die Vergebung von ihren Sünden und für ihre Seele, sodass sie die Ewigkeit mit Gott verbringen kann. Wir haben ihr das Evangelium gepredigt und haben gefragt, ob sie mit uns beten möchte, um einen Schritt zu machen hin zu Gott und sich für ihn zu entscheiden und ihm nachzufolgen. Und nach der Heilung hat sie gesagt, ja, das wäre toll. Und wir haben mit ihr gebetet und sie ist neu geboren worden auch noch. War der Hammer. Okay. Ein Zeugnis teile ich noch mit euch. Das ist ein ganz spezielles Zeugnis für mich, weil erstens ist es noch nicht so lange her und zweitens ja, hat es einfach mein Herz sehr berührt. Auch wegen den Details. Es war so, und zwar am 23. Dezember, kurz vor Weihnachten, habe ich einen Anruf bekommen, während ich in Amerika war, von einer Freundin oder einer Schulkollegin. Und die hat gesagt, hey Marcel, kennst du noch die Esther letztes Jahr aus unserer Revival Group, also aus unserer Studentengruppe? Ich sage, ja, klar. Es war eine Dame, die ungefähr 40 Jahre alt war. Ich habe gesagt, ja, natürlich kenne ich sie noch. Und sie sagt, hey, ich möchte, dass du weißt, sie liegt im Krankenhaus, weil sie eine Operation hatte. Es war irgendwas an der Gebärmutter, das entfernt wurde oder irgendwas, das operiert wurde. Sie wurde operiert und es geht ihr wirklich nicht gut im Krankenhaus. Also sie hat mir gesagt, dass sie schaut nicht gut aus. Sie ist nur halb bei Bewusstsein und halb ist sie gar nicht bei Bewusstsein. Sie kann nicht richtig essen, ihre Verdauung funktioniert nicht, ihre Nierenfunktion ist furchtbar, furchtbar niedrig. Also ich glaube bei 30%, circa 30% waren das. Und sie braucht wirklich, wirklich ein Wunder von Gott. Und wir haben gesagt, okay, dürfen wir zu ihr hingehen und für sie beten? Sie sagt, ja, deswegen rufe ich an, vielleicht kannst du hinfahren und für sie beten. Ich sagte, ja, sicher machen wir das. Und da habe ich meine Freundin mitgenommen und ein anderer Freund von mir noch, der heißt Aiden. Und wir sind gemeinsam zu Esther ins Spital gefahren und haben sie besucht. Und wie wir angekommen sind und ich sie da im Krankenbett gesehen habe, ja, war der Anblick nicht so schön. Also ihre Haut war furchtbar gelb und man hat wirklich gesehen, dass sie leidet. Und sie
war auch nur halb bei Bewusstsein, so wie das die Freundin gesagt hat. Die Ärztin, die sie operiert hat, hat gesagt, sie hat noch nie so einen schlimmen Fall von Erholung oder eben Nichterholung nach dieser Operation gesehen und sie braucht ein Wunder. Und somit haben wir gesagt, okay, wir legen Hände auf sie auf und beten für sie. Und wir beten für sie wieder ganz einfach und unkompliziert und sind nach ein paar Minuten fertig, verlassen das Krankenhaus, haben nicht eine sofortige Veränderung gesehen. Und am nächsten Tag bekomme ich eine Nachricht von dieser gemeinsamen Schulkollegin. Sagt, Marcel, du wirst mir nicht glauben, was passiert ist. Sag ich, ja, was ist denn passiert? Sagt, nachdem ihr weggegangen seid, ist Esthers Nierenfunktion plötzlich massiv raufgegangen. Ihre Verdauung hat begonnen zu funktionieren. Sie ist voll bei Bewusstsein und es schaut sehr, sehr gut für sie aus. Sag ich, okay, das ist ja der Wahnsinn. Sagt, ja, beten wir weiter für sie. Sag ich, ja, passt, machen wir das. Am nächsten Tag ist es ihr so gut gegangen, dass sie nach 5 Tagen, insgesamt 3 Tage, an denen es ihr furchtbar schlecht ging, sich nichts verbessert hat. Nach 5 Tagen ist sie dann insgesamt entlassen worden am Weihnachtstag und nach Hause gehen konnte und Weihnachten feiern konnte mit ihrer Familie. Und Gott hat ein Wunder an ihrem Körper getan. Ja, Amen. Ich würde das Lobpreisteam gerne einladen, dass ihr raufkommt und dass ihr uns in die Gegenwart Gottes führt. Können wir vielleicht alle gemeinsam aufstehen und den Mundschutz anziehen? Jesus, wir lieben dich. Wir danken dir, dass du dasselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Herr, du hast dich nie verändert. Was du damals gemacht hast, machst du auch heute noch. Jesus, wir machen unser Herz auf für deine Gegenwart und wir geben dir auch unseren Körper. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du kommst, dass du durch den Raum fegst mit deiner Heilungskraft. Ich habe den Eindruck, da ist eine Einladung da von Gott, dass während du dich jetzt ihm hingibst, im Lobpreis, dass er nicht nur geistlich und emotional etwas bei dir machen wird, sondern dass er dich körperlich berühren wird, wenn du Heilung brauchst. Und ich habe das so am Herzen, dieses eine Zeugnis noch zu teilen in Kurzform. Vor circa einem Jahr oder ein bisschen über einem Jahr war ich auf einem Missionseinsatz in Malaysia. Und während wir dort waren und in verschiedenen Gemeinden gedient haben, waren wir auch in einem Restaurant, was essen nach dem Gottesdienst. Und ich hatte den Eindruck, zu einem bestimmten Tisch hinzugehen und denen von Jesus zu erzählen. Und die Leute, die dort waren, hatten teilweise so einen roten Punkt auf der Stirn. Also ich habe angenommen, dass sie wahrscheinlich von einer anderen Religion sind, eine andere Religionsgemeinschaft. Und ich bin dann aber hingegangen und habe gesagt, hey, ich hatte irgendwie den Eindruck, herzukommen und euch zu sagen, dass Jesus euch wirklich liebt und dass er einen Plan hat für euer Leben. Und ihm gesagt, okay, vielen Dank, waren sehr höflich. Und ich hatte so den Eindruck, dass jemand was mit der Schulter hat. Und ich habe gefragt, hat irgendwer von euch Probleme mit der Schulter, Schmerzen in der Schulter? Und alle sagen nein, das waren, ich glaube, 5 Leute, die an diesem Tisch gesessen sind. Und eine Frau sagt zu mir, also ich habe kein Problem mit der Schulter, aber ich habe einen Schlaganfall vor 6 Jahren gehabt und seitdem bin ich teilweise halbseitig gelähmt, also teilweise gelähmt auf einer Seite. Ich kann mich nicht richtig bewegen. Und ich habe gesagt, okay, darf ich dafür beten? Und sie sagt, okay, was muss ich machen? Und ich habe einfach gesagt, so wie gar nichts, einfach stillhalten.
Und ich habe ihre Hand genommen und habe für sie gebetet. Und dann sage ich Amen. Und ich frage sie, spüren Sie irgendwas? Ist irgendwas besser? Und sie sagt, ja, ich spüre ehrlich gesagt schon eine Veränderung, aber es ist sicher nicht ganz weg. Sag ich, okay, ist okay, wenn ich nochmal bete? Sagt sie, ja. Und ich bete nochmal für sie. Und plötzlich heilt Gott sie komplett von den Effekten eines Schlaganfalls, die sie vor 6 Jahren gehabt hat. Und sie sagt zu mir, durch den Übersetzer, sagt sie, ich spüre keine Lähmung mehr. Ich kann alles bewegen. Und ich kann sehen. Ich kann sehen durch mein linkes Auge. Und ich habe mir gedacht, welches linke Auge? Von dem war gar nicht die Rede. Und ich habe dann erfahren durch den Übersetzer, dass neben dem, dass sie halbseitig teilweise gelähmt war, war ein Auge von ihr komplett blind. Und Jesus hat das Auge im Restaurant total geöffnet und jeden Effekt von dem Schlaganfall geheilt. Am nächsten Tag bin ich in einer Gemeinde und wir predigen das Evangelium und nach dem Gottesdienst kommt ein Mann zu mir und sagt, hey, könntest du für mich beten? Sag ich, ja gerne, für was darf ich beten? Und er sagt, ich hatte vor einiger Zeit einen Schlaganfall und bin deswegen halbseitig teilweise gelähmt. Und in dem Moment habe ich ja, den Glauben verspürt, muss ich sagen, weil ich es davor Jesus machen gesehen habe. Und ich habe für ihn gebetet und er hat gesagt, es wird besser, aber es ist nicht weg und nochmal und nochmal. Und plötzlich hatte ich so dieses Bild, wie er plötzlich beginnt zu laufen und Gott ihn in dem Moment komplett heilt. Und ich habe gesagt, hey, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe den Eindruck, dass wenn wir jetzt beten, dass wir danach beginnen sollen zu laufen und dass Gott sie komplett heilen wird. Und er hat gesagt, okay. Und so haben wir gebetet und dann habe ich bis 3 gezählt. Ich habe gesagt, 1, 2, 3. Und auf 3 sind wir gemeinsam begonnen zu laufen und Gott hat ihn auch komplett geheilt. Komplett geheilt. Nichts ist unmöglich für unseren Gott. Egal mit welcher Bürde du heute da bist, egal welche Krankheit dich plagt, egal welche Schmerzen du hast und egal wie lange, Jesus ist heute da, um zu heilen. Er ist nicht nur Jesus unser Retter, sondern er ist auch Jesus unser Heiler. Und so bete ich jetzt, Herr Jesus, für jeden Einzelnen in diesem Raum. Wir befehlen jeder Krankheit, wir befehlen jedem Schmerz, jetzt zu gehen in Jesu Namen. Wenn du krank bist, wenn du Heilung brauchst, wenn du krank bist oder du hast irgendwelche Art von Schmerzen, dann heb einfach kurz die Hand. Heb kurz die Hand. Ja. Lass die Hand oben. Ich möchte, dass alle, die herum sind, während ihr euch an den 1 Meter Abstand haltet, dass ihr einfach die Hand ausstreckt zu den Personen. Also schaut nach vor, schaut nach hinten, wo jemand steht, der Heilung braucht und streckt so eure Hand aus zu dieser Person. Danke, Jesus. Herr, wir laden deine Heilungskraft ein in diesem Raum, jetzt gerade. Mehr, Herr. Mehr. Jedes Gelenk, jedes Organ, jeder Muskel, jede Sehne, sei geheilt in Jesu Namen. Sei geheilt in Jesu Namen. Wir befehlen jedem Schmerz zu gehen. Wir befehlen jeder Krankheit zu gehen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist. Komm und wirk unter uns. Bleiben wir noch ein bisschen in dieser Haltung. Lasst eure Hände ausgestreckt und Leute, die Heilung brauchen, empfangt es von Gott noch für ein paar Minuten.
Amen. Amen. Wenn du heute hier bist und du hast vorher deine Hand gehoben, dass du Heilung brauchst, dann ermutige ich dich einfach kurz auszuprobieren an deinem Körper, was vorher geschmerzt hat, woran du gemerkt hast, dass du Heilung brauchst, dann probier das einfach aus. Das bedeutet, wenn es deine Schulter war, dann schwing deinen Arm oder beweg deine Schulter. Wenn es dein Knie war, dann beug dein Knie, geh in die Hocke, was auch immer. Wenn es dein Rücken war, dann versuch dich zu strecken und einfach observier, was Gott in deinem Körper gemacht hat. Ich möchte so spontan fragen, gibt es irgendjemanden, du spürst, dass Gott jetzt schon eine Besserung in deinem Körper bewirkt hat? Gibt es irgendwen? Ein mutiges Handzeichen. Wenn du spürst, Gott hat was in deinem Körper getan. Ja, da gibt es ein paar. Bei wem von denen, die gerade aufgezeigt haben, ist es 80% oder sogar besser? Mit anderen Worten, fast komplett geheilt oder komplett geheilt. Gibt es irgendwen? Ich. Könntest du kurz herkommen? Das ist in Ordnung. Oder sie, Entschuldigung. Grüß dich. Wie ist dein Name? Daniel. Daniel. Daniel, was hat Jesus gerade für dich gemacht? Kannst du uns das sagen? Ich konnte seit 8 Wochen die Schulter nicht drehen. Es war irgendwas in der Sehne, eine Flüssigkeit. Und ich habe jetzt zuerst ein bisschen was Verbesserung gespürt, aber jetzt kann ich ganz aufheben. Wow. 8 Wochen. Halleluja! Danke, Jesus. Ich habe vorher noch irgendwen gesehen, der die Hand gehoben hat. Vielleicht haben wir noch 1 oder 2 Leute, bevor wir schließen. Wer hat vorher noch aufgezeigt, 80% oder besser? Irgendwer war noch da. Hast du aufgezeigt oder? Ja, hast du aufgezeigt oder? Ja? Kannst du kurz mit uns teilen, was Jesus für dich gemacht hat? Der Fred. Treuer Mann Gottes. Ja, Spannung im Rücken gespürt und ist sofort weg. Sofort weg. Wie lange hast du die gespürt? Sporadisch, kommt und geht, aber jetzt. Und du hattest sie heute? Ja. Und jetzt ist sie weg? Ja. Halleluja. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Es wird jetzt noch die Möglichkeit geben, beim Ministry-Team Gebet zu empfangen. Wenn du noch wartest auf deinen körperlichen Durchbruch oder auch emotional oder geistlich, was auch immer dich beschäftigt. Das Ministry-Team wird dich dann beim Kreuz treffen und für dich beten. Ja, danke, dass ihr so zahlreich erschienen seid und ich übergebe an den Walter. Ja, bleib vielleicht noch hier. Es gibt vielleicht Menschen, die du im